Die Ausstellung ist ja so konzeptioniert, dass sie verschiedenste Persönlichkeiten aus sämtlichen Jahrhunderten aufzeigt, also von Sappho an bis Freddie Mercury. Und es geht darum, Sichtbarkeit zu zeigen von Menschen unterschiedlicher sexueller und geschlechtlicher Identitäten aus den letzten Jahrhunderten und zu zeigen, es ist keine neue Modeerscheinung, sondern die Menschen gab es schon immer, die wird es auch immer geben. Ja, es geht darum, Aha-Momente zu erleben. Also vorbeizugehen, das ist eine Ausstellung, die extra so konzipiert wurde, vorbeizugehen für große Bahnhöfe, die Bilder zu sehen und zu sagen, oh, wer ist das denn? Den kenne ich gar nicht. Es gibt ganz kurze Texte und ganz am Ende steht halt, und ach übrigens, dieser Mensch war trans oder das ist übrigens eine Frau, die eine Frau geliebt hat. So, und das ist halt ein Teil ihrer Persönlichkeit und es gibt aber ganz viele andere Persönlichkeitsanteile, die auch wichtig sind. Aber es gehört halt zu der Person dazu und durch dieses Stehenbleiben, Moment innehalten und dann so, ah, okay, und das Thema gibt es halt auch noch bei Menschen.